So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Gameboy-Projekt. Oh mein Gott, es ist wieder der Gameboy, nicht Gameboy Color. Ja, ganz genau. Es ist ein Hugo-Spiel. Aber, ja, es ist nicht wirklich ein Hugo-Spiel seiner normalen Art, sondern eher so eine Art Rätselspiel. Was auch coole Passagen hat und das wollte ich euch nicht entgehen lassen. Denn davon gibt es, glaube ich, auch ein Spiel, das ist quasi, ich weiß nicht, was jetzt wem nachgemacht hat. Es gibt, glaube ich, noch so ein Mickey-Maus-Spiel, das hat dasselbe Prinzip und das sieht auch, glaube ich, fast genauso aus. Ich weiß aber nicht, ob es das jetzt wirklich original ist oder nicht. Auf jeden Fall ist Hugo original, weil das habe ich auch original zu Hause. Und es gibt ein Passwortsystem, das heißt, hier könnt ihr nicht speichern. Aber im Großen und Ganzen hat dieses Hugo nichts mit den klassischen Hugos, so wie ihr das kennt, zu tun. Dann wollen wir mal anfangen. Stage 1. Ihr seht, wie viele Level es hier gibt. Es sind einige. Und glaubt mir, es ist nicht immer einfach, aber wir lernen Schritt für Schritt. So, wir haben hier Schlüssel. Mit diesen Schlüsseln können wir die Türen öffnen und wir haben Gegner. Wenn sie euch direkt einmal berühren, seid ihr tot. Und wir brauchen jeweils immer einen Schlüssel, um die andere Tür zu öffnen. Das heißt, man verbraucht immer einen. Und man hat hier auch, habt ihr gesehen, einen Pfeil bzw. Bogen. Und auf B könnt ihr den schießen. Es gibt noch andere Items wie Bomben und so weiter, die euch helfen können. Und wir müssen, damit wir springen können, auf so einer Jump-Platte sein. Das habt ihr wahrscheinlich schon geschnallt. Und ja, das ist das erste Level. Im Großen und Ganzen eigentlich simpel zu erklären. Und es wird später richtig schwer. Da muss man echt überlegen, wie man weiterkommt. Ich denke mir mal, ich werde einige Male hier failen. Einfach nur, weil ich es vor lange nicht mehr gespielt habe. Das war eines dieser Spiele, die auch meine Mutter damals richtig gesuchtet haben. Im Großen und Ganzen hat sich dieses Spiel damals mein Bruder geholt. Oder hat er das geschenkt bekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Es ist auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel und damit man weiß, dass man durch die Endtür kann, man sieht das an diesem Schloss, und dieser Sound ertönt, das heißt, man muss alle Schlüssel haben, kann man durch die Tür, ja, durchschreiten. So, wir sehen, wir haben 6 Leben und wir haben die erste Stage abgeschlossen. Und jetzt achtet mal unten rechts. Da ist jetzt nämlich ein Passwort drin. Und das bedeutet, wenn ihr das zweite Level direkt starten wollt, dann könnt ihr dieses Passwort benutzen. So, hier haben wir auch schon mehrere Gegner und wir haben hier natürlich auch wieder Türen und eine Bombe. Diese Bombe würde ich mal vorschlagen, benutzen wir am besten bei diesem Gegner hier. Oh, das war knapp. Wir können die, glaube ich, auch hinlegen und wenn dann ein Gegner reinrast, dann ist er tot. Ich glaube, die können auch nach einer Zeit explodieren. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt. Es hat mich sehr in meiner Kindheit begleitet. Es war wirklich ein Spiel, da hat man manchmal die Verzweiflung gefunden. Oder beziehungsweise, wenn man sie gesucht hat, hat man sie definitiv hier gefunden. Und, ja, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. So, weg mit dir. Manchmal muss man auch Gegnern einfach ausweichen. Das heißt, man hat nicht genügend Gegenstände, um alle Gegner zu besiegen. Ach ja, ich habe jetzt auch, also wir haben noch zu Hause, haben wir noch, oh, stimmt, da kann man ja rüberklettern, da muss man, glaube ich, irgendwas drücken. Wir haben auch, Hugo 2 für die PS1 und auch die klassischen Hugo-Teile feiere ich natürlich, Leute, ne? Also so ist es nicht. Warum hält er sich da nicht fest? Jetzt sagt nicht, ich brauche dafür irgendetwas. Ich drücke nämlich nach oben dabei oder so, keine Ahnung. Oh nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut, dass der Gegner hier hingegangen ist. Jetzt hat es funktioniert, Leute. Ich weiß aber auch nicht, warum. Naja, egal. Wir können den Gegner jetzt wenigstens töten, weil wir die Bombe schnell bekommen haben. Das hätte auch ganz schön ins Auge gehen können. Definitiv. Aber ohne Scheiß, die klassischen Hugos. Ich glaube, der gute Drake hat das ja auch schon mitbekommen gehabt. Oh. Ja, jetzt ist die Frage, wohin gehe ich? Ich habe ja noch die Bombe und da ist der Gegner. Ich glaube, den werde ich jetzt auch mal töten. Weg mit dir. Okay, hier gibt es nichts. Ich dachte, da ist irgendetwas. Nee, aber es gab ja damals diese Serie oder beziehungsweise Sendung. So ein Frühstücksfernsehen oder so ähnlich. Oh, wir haben alle Schlüssel. Es gibt, glaube ich, immer 8 Stück in einem Level. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Und, ja, wie soll ich sagen?
da hat man dann angerufen und dann hat dann quasi jemand in der Show gespielt, also mit verbundenen Augen, und der andere musste dann quasi links oder rechts sagen, wie es halt bei den klassischen Hugo-Spielen ist, wo man dann quasi nur ausweichen muss, um zu überleben, bis an das Ziel zu kommen. Und das war ganz cool, das habe ich gerne gesehen, immer morgens so, das war meistens auch in den Ferien. Da kam das dann immer, wenn man die Nacht durchgemacht hat und man konnte nicht mehr wirklich schlafen. Ja, hier haben wir schon die dritte Stage, Leute. Oh mein Gott. Ich weiß wirklich nicht, wie lange ich für dieses Spiel brauchen werde. Ich werde mein Bestes geben, definitiv. Oh, da gibt es so komische Vogelmänner und Ameisen auch, okay, und Schlangen. Das ist aber wirklich ein schönes Spiel, definitiv. Also da muss man auch ein bisschen nachdenken. Vor allem, es fühlt sich an wie so ein Captain Toad Treasure Tracker. Ja genau, man könnte sagen, das ist die 2D-Version eines Captain Toad Treasure Tracker. Ja, ohne Scheiß. Dieses System gab es damals quasi schon, nur wurde dann nochmal irgendwie übernommen. Ja, wir haben jetzt leider den Bogen nicht und kommen da auch nicht dran. Das heißt, ich werde erstmal hier gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wofür der Blitz da oben war. Habt ihr den gesehen? Der Blitz da oben, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, kann er da runterspringen? Ich will es gar nicht wissen. Ja, du kannst dich ruhig verpissen. Ich habe darauf keinen Bock. So, mal gucken, wo der jetzt landet. Ich hoffe mal nicht an der einen Stelle. Ja, manchmal sind die Gegner hier ziemlich fies und gerissen. Warum springt der denn nicht? Alter! Ich habe extra zur Seite dabei gedrückt, weil ich gehofft habe, dass er dann da oben auskommt. Aber das war irgendwie nicht der Fall. Ja, okay. Ich glaube, wir fallen nämlich da durch. Das sieht man an der Plattform. Und dann müsste er normalerweise sterben. Ja. Alle Gegner, die, glaube ich, im Bildschirm sind, die sterben dann. Oder ist er auch gestorben? Das war ja so klar. Nein, nein, nein. Weil wenn wir einmal getroffen werden, Leute, dann sind wir einfach, ja, pulverisiert. So wie bei dem Blitz jetzt gerade. Oh mein Gott. Ja, es wird auf jeden Fall ein langes Projekt. Ich hoffe, dass wir so pro Part vielleicht 5 oder 6 Level schaffen. Das wäre eigentlich ganz akzeptabel. Oh. Das ist gut. Das ist wirklich sehr gut, dass das passiert ist. Ah, ja, jetzt ist die Frage, Leute. Nehmen wir den einen Weg oder... Ja, komm her. Dann töte ich dich. Ich glaube, der kann die Treppen runtergehen, ne? Ja, wir müssen aufpassen. Der ist jetzt fies, Leute. Ich wollte schon sagen, wartet der jetzt extra auf uns? Uns fehlt noch ein Schlüssel. Und wir brauchen noch diese gottverdammte Spitzhacke, die ich jetzt nicht so einfach bekommen werde. Wobei, ich glaube, die war einfach nur, damit man da halbwegs gut rüberkommt. Jetzt beeilen wir uns. Ah, der letzte. Der letzte Schlüssel. Ich glaube, wir brauchen sogar die Spitzhacke gar nicht. Nee, brauchen wir nicht. Oh, Gott sei Dank. Seht ihr, was ich meine? Man muss wirklich überlegen, wie man weiterkommt. Es ist wirklich ein cooles Spiel für unterwegs. Also, sehr viele Autobahnen lang bin ich schon in diesem Spiel versunken. Okay, kommen wir schon zum nächsten Level. Und hier muss ich mich auch beeilen, bevor der Gegner hochkommt. Oh nein, er wird mich töten. Alter, mach keinen Scheiß hier. Habt ihr gesehen, wie schwer manche Level sein können? Also, wenn wir mal wirklich hier sterben, dann tut's mir leid. Aber glaubt mir, das ist dann ein bisschen ungewollt. Alter, jetzt hier schnell. Den mache ich lieber weg, Leute. Man kann auch, glaube ich, wenn der Gegner gerade durch dieses Ding hier geht, kann man da auch durchgehen und dann passiert einem nichts. Weiß ich jetzt aber leider nicht. Ich wollte es eigentlich ausprobieren, aber naja. Ich muss ja dann doch meine Bombe zücken, damit ich den da irgendwie in die Luft sprenge. Diese komischen Mantelmänner, die sehen irgendwie komisch aus. Die erinnern mich an irgendjemanden, aber ich weiß nicht an wen. Ne, irgendwie schon. Jetzt haben wir schon 3 Bomben. Ja, nee, ist klar, damit ich alle in die Luft jagen kann. Ist eigentlich ganz cool, aber... Naja, muss nicht unbedingt sein, oder? Ich glaube, wir schaffen das Level auch so. Hatten wir jetzt den Hammer dafür, oder... Doch, hatten wir, ne? Ich brauche aber trotzdem noch alle Schlüssel. Oh, da ist das Ende, da müssen wir nicht lang. Jetzt ist die Frage, Leute, wo lang?
Ah, nee, Moment. Wenn wir den Hammer einmal haben, glaube ich, können wir den immer benutzen. Ich meine, deswegen gibt es da auch keine Anzeige für. Ja, keine Anzeige. Ja, ihr wisst Bescheid. Das klingt irgendwie komisch, oder? Eine Anzeige. Ja, ich weiß nicht, mein Freund, ne? Aber wenn du die ganze Zeit dagegen läufst, dann ist das schon ein bisschen assi. Willst du mich jetzt irgendwie auf den Arm nehmen? Ja, Tatsache, wir können dann die ganze Zeit... Ich habe so ein Gefühl, dass sie gleich explodieren wird. Oh, Gott sei Dank. Der letzte Schlüssel, oder? Nee, einer fehlt uns. Wo ist der denn? Wo habe ich den jetzt irgendwie vergessen? War der ganz am Anfang? Ah, seht ihr, was ich meine? Man kommt da aus dem Prinzip ein bisschen raus. Ich glaube, ich habe den Weg... Moment mal. Alter, ist das euer Ernst? Ich habe tatsächlich diese Tür übersprungen. Das war doch jetzt gerade wirklich lachhaft, oder? Es sieht so witzig aus, wie der da hochgeht. Und dann steht er da immer so komisch und grinst. Oh mein Gott, wir haben das nächste Level geschafft. Ja, Stage 4, clear. Es könnte sein, dass wir vielleicht sogar 10 Level pro Part schaffen. Oh mein Gott. Ja, Stage 5. Oh, oh, oh. Ja, ihr merkt, es sind neue Elemente dazugekommen. Zum Beispiel diese Treppen. Aber nicht nur diese Treppen, es gibt hier auch... Oh mein Gott. Oh ja, wir können da durch. Wir können durchglitschen, das heißt, da können sie uns gar nichts. Das ist, finde ich, aber sehr gut, dass ich das herausgefunden habe. Das heißt, sollten wir wirklich in Bedrängnis kommen, dann können wir dann mit der Bombe... Oh, wir haben sogar zwei. Haben wir die von dem letzten Dingens auch noch? Habt ihr es gesehen? Der ist ja irgendwie stecken geblieben. Tja, nur der gute Mario kommt da ziemlich gut durch. Oder der gute Hugo. Ach ja. Ihr könnt mir ja mal in die Kommis schreiben, was ihr so von Hugo haltet. Habt ihr das eigentlich auch so gefeiert, so wie ich? Alter, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Ich habe mich gerade noch gerettet. Ich habe nämlich nach oben instant gedrückt und es hat geholfen. Oh, wir hatten den Hammer. Ich habe jetzt gerade nämlich gedacht, wie kommen wir hier weiter? Ja, das... Ich finde es blöd, dass man die Anzeige nicht hat, dass da dann steht, dass man den Hammer hat. Ja, ich weiß. Das ist irgendwie schon sehr, ja, wie soll ich sagen? Komisch, ne? Hier habe ich auch wieder einen Hammer. Und, viele meiner Leute kennen mich ja. Also ihr kennt mich ja, dass ich bei Super Smash Bros. Immer nur Charaktere mit Hammern nehme. Außer Pac-Man, der hat ja jetzt nur den Hydranten. Aber das ist schon sehr witzig, dass ich dann hier den Hammer auch nochmal habe. Alter, das war knapp. Ich wusste, dass er da runterfallen kann, ne? Ja, nee, ist klar. Weg mit dir. Einer musste sterben, definitiv. Oh, ich wollte schon sagen, kann er sich da festhalten? Leute, oh, komm. Geh, geh, los. Geh sterben. Hier ist es wirklich ätzend, weil die können von oben herabfallen und die können einen wirklich auf die Nerven gehen. Oh, ein Teleporter. Wohin führt er uns denn? Zu einem Gegner? Ja. Ich glaube, da möchte ich nicht hin. Das ist einfach nur nochmal der Weg, dass man da hochkommt, glaube ich. Ja. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da oben wollen würde. Das ist, glaube ich, einfach nur, damit man den Gegnern ausweichen kann. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht denken. Und das ist der letzte Schlüssel. Ach, dieser Sound, Leute. Oh Mann. Ja. Oh mein Gott. Ich feiere dieses Spiel so. Es ist einfach schön. Es hat auch sehr viel Nostalgiewert für mich. Und deswegen muss ich es euch einfach zeigen. Wir haben sogar Stage 5 abgeschlossen. Und wir haben sogar noch 10 Leben, Leute. Also macht das mal erstmal nach. Ich hätte eher gedacht, dass wir sehr, sehr schnell drauf gehen werden, aber noch hatten wir Glück. So, wir sind in Stage 6 und ihr merkt, hier ist das Ganze schon ein bisschen komplizierter. Oh, stimmt. Stimmt, es gibt jetzt diese Gegenstände. Alter, wo man diese Gegenstände auf die Gegner herabfallen lassen kann. Nein, du Pisser. Oh. Den Pfeil muss ich mir definitiv aufheben, weil ich glaube, das wird nicht so einfach sein... Hier die Gegner irgendwie auszuknipseln. Du Pisser, Alter, der verarscht uns immer so, ne? Ich glaube, wir werden hier unser erstes Leben verlieren. Hier können wir nicht rüber, da brauchen wir die Spitzhacke. Oh, ja, wenn man vom Teufel spricht, dann kann ich euch das jetzt mal zeigen. Habt ihr gesehen? Einfach nur, ja, zur Seite drücken und der klettert darüber. Ja, für den Notfall habe ich noch den Pfeil und Bogen.
Ah, okay, wir können ihn doch schon ein bisschen hier austricksen. Habe ich jetzt oben eigentlich alles geholt? Ich habe so ein Gefühl, nein. Ich glaube nicht, dass er die Leiter benutzen konnte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hatte gerade Schiss. Haben wir jetzt... Oh nein. Geh bloß weg. Lass mich da hoch. Oh. Ah, okay. Hier konnten wir noch... Ja, ich glaube, den einen töten wir jetzt mit dem Pfeil. Was anderes bleibt uns erstmal nicht übrig. Und den anderen könnten wir jetzt mit TNT umbringen, wenn ich mich nicht dumm anstelle. Jetzt! Ja. Korrekt. Es hat funktioniert und wir haben den Hammer. Oh, yes. Wir haben den Hammer. Noch haben wir den Hammer. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass der scheiß Gegner mich da nicht bekommt. Er wird nämlich sonst fluchen über uns. Beziehungsweise ich werde über ihn fluchen. Oh nein, Fledermäuse. Ich glaube, die können aber nicht so weit fliegen. Oh, da gibt es auch wieder ein paar Bogen. Das finde ich sehr gut. Ja, den können wir austricksen. Das heißt, wir haben einen Pfeil schon mal safe. Den musste ich jetzt abschießen. Das war mir zu riskant. Oh, eine Uhr. Wofür war die denn nochmal? Ich glaube, die Gegner bleiben dann kurze Zeit stehen. Oh, toll. Genau. Bleib genau vor der Tür stehen. Ist okay. Ich habe ja nichts dagegen. Käse, Leute. Oh mein Gott, Käse. Ja, ich habe auch noch ein One-Up dafür bekommen. Und wir haben das Level jetzt geschafft, ne? Oh mein Gott. Ich habe noch ein One-Up bekommen. Wie geil ist das denn? Und wo ist das Ende, Leute? Ja, da ist das Ende. Oh, ich finde den Sound so geil für den Gameboy, ne? Also, wirklich, erste Sahne. Erster Käse, Leute. So, okay, Stage 7. Oh mein Gott. Jetzt müsste ich abwarten. Ja, perfekt. Ich wollte nämlich mindestens... Oh, ich habe sogar den da hinten getroffen, also drei Stück. Der war noch im Bildschirm gerade, weil ich mich bewegt habe, glaube ich. Das ist wirklich, wirklich gut gelungen. Weil stellt euch vor, wir hätten nur einen getroffen, das wäre sehr, sehr fatal gewesen. Ich muss auch sagen, ich glaube, pro Level gibt es hier immer andere Sounds irgendwie, ne? Kann das sein? Also, dass sie sich so viel Mühe für ein Hugo-Spiel gegeben haben, das finde ich ja schon sehr brillant. Alter, der fällt da so runter und ich denke mir, kann... Ist es euer Ernst? Da ist ja gar nichts drin. Ja, es gab scheinbar auch Fake-Türen, wie ich mich jetzt daran erinnern kann. Sind wir unverwundbar? Ja, wir sind unverwundbar. Das S steht für super, Super Hugo. Komisch. Dieses Unverwundbarkeitsgedöns, das funktioniert aber nur außerhalb. Innerhalb wird das gar nicht angezeigt. Habt ihr das gesehen? Ja, ist okay. Ich musste dich abschießen, ich weiß. Was anderes wäre mir auch nicht übrig geblieben. Sonst wäre ich jetzt gleich, glaube ich, krepiert. Oh mein Gott, diese Stelle. Ich mag diese Vogelmänner da nicht. Die gucken immer so komisch. Ja, du kannst dich mal verziehen. Alter Schwede. Na, du gehst bestimmt die Treppen auch hoch, ne? Ich kenn dich doch. Willst du mich jetzt echt... Ja, der will mich strugglen, Leute. Ich glaub's nicht. Ja. Bloß weg hier. Gott sei Dank. Okay, wir haben den nächsten Schlüssel. Oh mein Gott. So, weg damit. Damit wir da durchkommen. Jetzt ist die Frage. Ach, okay. Ach, ich hätte... Ja. Ich hätte es auch anders machen können. Toll, hier ist ja gar nichts. Oh, hier haben wir mehrere Wege. Wenn wir da runterfallen, dann... Ja. Scheiß drauf. Wir fallen erstmal hier runter. Oh, okay. Da ist ein Schlüssel. Definitiv. Hätte ich mir auch denken können. Da müssen wir auch nochmal ganz runter. Es gibt da noch einen Gegner da hinten. Ich habe ihn gesehen und, der lauert uns mehr oder weniger auf. Oh, da ist das Ende. Uns fehlen sowieso nur noch, ich glaube, zwei Schlüssel, ne? Oh, noch ein Bogen. Wir sind auf jeden Fall definitiv gewappnet. Also, wenn jetzt gleich ein Gegner vorbeischneit, dann können wir ihn ins Gesicht schießen. Dann gehen wir auf Vogel- oder Rabenjagd oder keine Ahnung. Hier sind die Türen, die wir vergessen haben. Okay, der geht jetzt nochmal komplett die Runde. Wisst ihr, was ich cool finde? Dass einem angezeigt wird, in welcher Tür man schon war. Das wäre ja schon ziemlich ätzend, wenn das nicht angezeigt wird. Und wir haben sie alle, Leute, wir haben sie.
Ja, wir haben sie nicht mehr alle, ich weiß, aber... Oh mein Gott. Okay, wir kommen wieder auf die andere Seite. Und lassen uns fallen. Gott sei Dank kann man hier nicht sterben, so wie bei Donkey Kong Jr. oder so. Wenn man zu tief fällt. Und ja, wir hätten die Röhre benutzen können, aber scheiß drauf. Geronimo, Leute. Oh mein Gott. Wir haben das nächste Level geschafft. Alter, ich habe jetzt aber wirklich richtig Glück momentan. Also, ich glaube nicht, dass es so krass wird. Also, wenn ich es wirklich das Projekt schaffen sollte, ohne einmal zu sterben, Leute, dann Hut ab. Das habe ich noch nie geschafft. Also, das kann nur bedeuten, dass mein Skill wirklich... Nein. Skill gewachsen ist, wollte ich schon sagen. Dankeschön. Jetzt kommen auch... Okay, jetzt wird mir sogar angezeigt, wie viel Leben wir noch haben. Ja, das war eine Falle. Ihr habt es gesehen. Hier gibt es nämlich auch Fallen. Und das war eine weniger schöne Falle. Und wir sollten uns beeilen, bevor dieser Kapuzenmann da gleich nochmal vorbeischneit. Aber hier sind die... Ja, hier hängt das so ein bisschen, ne? Also man merkt schon so ein bisschen, dass hier sehr viel in Bewegung ist und sehr viel angezeigt wird. Wie kommt man denn da dran? Gute Frage, ne? Kann ich irgendwie... Nee, kann ich nicht. Auf Select passiert auch nichts. Ich möchte nicht springen, genau. Ich möchte hier rein. Hat ich jetzt den Hammer? Das muss ich mal ausprobieren. Ja, stimmt, den hatten wir. Ah, Leute, diese Fledermaus und dafür dann noch... Ja, dann kriegen wir einen neuen Bogen, aber was bringt uns das im Endeffekt? Wenn wir Glück haben, ist die jetzt weg, aber ich glaube eher weniger. Ich glaube, wir mussten das einfach machen. Ja, ich glaube auch. Oh mein Gott, Alter, rück mir nicht so auf die Pelle. Oh mein Gott. So, okay, wir sind jetzt hier oben. Haben den Schlüssel. Und der Gegner da hinten, der starrt uns schon so an, so nach dem Motto, dich kriege ich noch. Aber nicht nur der Gegner. Ja, nee, ist klar. Das sieht irgendwie witzig aus, ne, wie der sich da bewegt. Der ist voll am Abdancen. Der weiß auch nicht, wie dem gerade geschieht. Wir müssen ihn befreien, Leute. Na, oh mein Gott, ich hätte ihn wirklich fast befreit. Oh, wir haben die Spitzhacke. Wir können jetzt auf ihn herumhacken. So wie er auf uns herumhacken würde. Jetzt können wir nämlich auch auf die andere Seite und können quasi den Berg erklimmen. Dieses Level sieht irgendwie komisch aus, ne? Ich weiß gar nicht, was es darstellen soll. Wisst ihr, was nervig ist? Genau, dieser Gegner ist nervig. Oh nein. Oh nein. Ich könnte jetzt sterben. Was ich sogar denke, dass ich sterben werde. Alter, der ist runtergefallen. Was für ein Glück. Wir haben keinen Pfeile, Leute. Ah, das ist jetzt echt ätzend. Ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Wie soll ich das denn schaffen? Nee, das haut so nicht hin. Ich habe echt Glück gehabt gerade, ne? Das hat man auch gemerkt. Nee, das funktioniert so nicht. Nein, so ein Mist aber auch. Oh, ja, ist okay. Ich wusste es. Ja, ich habe zu viele Gegner quasi angegriffen. Oh mein Gott. Das war knapp. So, jetzt nochmal schleunigst hoch. Ich hoffe, wir können ihn austricksen. Nein. Was habe ich eben noch gesagt? Ich bin noch kein einziges Mal gestorben, jetzt fängt's an. Jetzt wird der ganze Kram nämlich hier ziemlich ernst und ziemlich anstrengend. Oder beziehungsweise... Ja, nicht einfach. Wir brauchen den Hammer. Ich weiß jetzt nicht, ist der Gegner direkt da? Okay. So, wir haben den Hammer. Ja, wir haben es geschafft. Ich habe ihn halbwegs austricksen können. Oh mein Gott, Leute. Das war riskant, aber sowas von vom Feinsten. Naja, wir haben ja noch einen Pfeil, das heißt, den kann ich schon mal benutzen, um ihn zu killen. Jetzt muss ich aber warten, bis er sich nach rechts bewegt, aber der wartet. Ja, nee, ist klar. Du denkst auch, wer hat Angst vorm schwarzen Mann, ne? Alter, das ist nicht dein Ernst. Du darfst dich auch bewegen. Ich glaube, der bewegt sich immer nur so viel, wie wir uns irgendwie bewegen. Ja, tut mir leid. Es ging irgendwie jetzt gerade nicht anders. Oh, ich muss definitiv einen... Oh, ja. So, ich werde den jetzt nicht benutzen gegen diesen Gegner. Komme, was wolle. Oh mein Gott, ja.
Den Schlüssel hätte ich fast vergessen. So, mein Freund, Flattermann, du kannst dich jetzt mal verflattern. Genau, das hast du fein gemacht. Oh mein Gott, ich glaube, wir könnten das Level noch schaffen. Wobei, ich muss sagen, ich muss, glaube ich, den Part jetzt beenden. Die Zeit ist ein bisschen darüber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also dann, lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann, haut rein und schaut wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time.